Und damit ein herzliches Willkommen auf meinen Channel zurück, liebe Leute. Ich begrüße euch natürlich wie immer recht herzlich hier bei mir. Ich habe mir gedacht, ich muss mal was Neues reinbringen. Nicht nur meine Vlogs an sich, die ja auch bei euch ziemlich gut rüberkommen. Ich habe mir gedacht, ich werde noch ein neues Projekt mit reinnehmen und das sind verstorbene Berühmtheiten, die zwar tot sind, aber in unseren Gedanken immer weiterleben, sprich, die halt nie vergessen sind. Ob es Schauspieler sind oder Sportler oder Musiker, ich werde halt in meinen Vlogs jedes Mal einen bestimmten nehmen, über den ich denn halt sprechen werde. Und heute fange ich an mit John Wayne. Wir alten Hasen, sage ich mal, die kennen John Wayne aus verschiedenen Cowboy-Filmen. Ja, er spielte ja in über 50 Western, spielt er ja mit. Meistens hat er eigentlich da auch die Hauptrolle gespielt. Und John Wayne, fange ich mal so an, wurde ja 1907 unter dem Namen Marion Robert Morrison in Winterset in Iowa als Sohn von Clyde Larry Robertson und dessen Frau Mary Alberta oder so, ja, Alberta, Entschuldigung, geboren. Die Eltern beschlossen aber später, ihm halt einen anderen Namen zu geben, weil sie bekamen dann halt noch einen Sohn und den wollten sie Robert nennen und somit beschlossen sie halt einfach mal John Waynes Namen zu ändern in Marion Mitchell ab. Ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wie gesagt, er hielt da dementsprechend dann halt einen anderen Namen. Sein Vater war Apotheker und war lungenkrank. Demnach beschlossen, halt die Waynes nach Kalifornien zu ziehen. Ja, und die siedelten um. Die siedelten 1911 nach Kalifornien um. John fand schon frühzeitig heraus, dass er ein Faible hatte mit Pferde. Also, er hatte ziemlich guten Umgang mit Pferde und seinen Schulweg absolvierte er auch mit seinem Pferd. Oder mit seinem Pferd oder einem anderen Pferd. Sehr, ja. Aber wie gesagt, er ritt halt immer zur Schule hin und zurück. Ja? So. Nach einer gewissen Zeit, und zwar war das genau nach 2 Jahren, hat der Vater die Farm aufgegeben und es war dann halt so gewesen, die Waynes zogen dann halt wieder irgendwo anders hin und das war in Glendale. Ja, dort eröffnete der Vater eine Apotheke und in der Nähe ihres Wohnortes befanden sich die Triangles. Ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen. Triangle Filmstudios. In der High School von Glendale, wo ja John halt hinging, überzeugte John damals schon als früher Junge mit schauspielischen Fähigkeiten. Und so kam er auch dann irgendwann mal zu seiner ersten Filmrolle. Ja, kommen wir mal ein bisschen zum Privatleben von John Wayne. Also im Privatleben war so gewesen, dass John Wayne war 3-mal verheiratet und zwar von 1933 bis 1945 war er mit Josephine Alyssa Sarange verheiratet und aus dieser Ehe gingen 4 Kinder hervor. Er war dann danach von 1946 bis 1954 mit Esperanza Bauer verheiratet. Dort waren aber keine Kinder verzeichnet, also dort gab es keine Kinder. Er war dann nochmal verheiratet von 1954 bis zu seinem Tod war er mit der Pilar verheiratet, genau, und es entstanden dort 3 Kinder. Kommen wir mal zu seinem ersten Film und zwar den Durchbruch schaffte John Wayne durch den Film Ringo, der 1939 von John Ford inszeniert wurde. Es ging dabei um halt eine Postkutsche, die durch Apachenland fuhr und da bekam John Wayne auch seine erste Hauptrolle. Ja. Er machte ja viele Filme mit John Ford und Hawks. Ja, und ich werde euch mal
einige Filme, die ja eigentlich fast alle bekannt sein sollten. Ja, ich werde mal zwei, drei Filme mal rauspicken und denke mal an. Angefangen hat die ganze Geschichte schon ziemlich frühzeitig, und zwar 1926 in Räuber der Königsschlucht. Wie gesagt, da fing er an. Ich habe den Durchbruch, wie gesagt, schaffte er mit Ringo, ne? Viele gute Filme, ich will jetzt nicht alle benennen, es waren ja insgesamt 50. Der Teufelshauptmann kennt man, Rio Grande, Red River vor allem, den hat man letztens auch im Fernsehen sehen können. Und die müssten man ein bisschen aufpassen, ab und zu kommen ja ziemlich viele Western auf RTL Nitro Beispiel. Ja. Und ja, man nennt mich Hondo, gab es, der schwarze Falke. Winde der Wildnis, ja, das, ich kann so viel aufzählen, die ich selber auch schon gesehen habe. Der letzte Befehl, Alamo, nicht zu vergessen, ein sehr, sehr guter und bekannter Film. Und der Ost der sieben Sünden und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht hier alle Filme einzeln aufzählen. Wie gesagt, ihr könnt euch ja selber mal halt ein Bild davon machen, wie viele die Filme, die er gemacht hat. Google ist dein bester Freund, könnt ihr ja mal schauen. Muss aber dazu sagen, dass er nur ein Oscar erhielt, und da muss ich mal sagen, es war halt ja auch leider der einzige Oscar, und den erhielt eher für den Film, ich glaube zu wissen, dass es der Marshall war. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich gucke mal hier schon mal die ganze Zeit. Ich will ja nicht hier was ablesen. Ich versuche so viel wie möglich. Ja, es war der Marshall, und da erhielt er halt den einzigen Oscar. John Wayne absolvierte keinen Militärdienst aufgrund seiner Schulterverletzung, die er in seiner Schulzeit als Footballspieler hatte, wurde er vom Militärdienst freigestellt. John Wayne starb 1979 an Magenkrebs nach 15-jähriger Krankheit. 1964 bereits wurde ihm der linke Lungenflügel entfernt aufgrund seines vielen Zigarettenkonsums, und er schob auch, ja, er wusste ja, dass er halt irgendwann mal stirbt, und aufgrund dessen schob er das hin darauf zurück. Den Wunsch entsprechend wurde er von den Grabstein verewigt. John Wayne, ein sehr guter Schauspieler in Sachen Western. Wenn wir, so wie er war, stets in Erinnerung behalten. Auch heute noch werden wir ja viele Filme im Fernsehen sehen können, und John Wayne, cooler Schauspieler, einwandfrei. So, jetzt noch mal kurz mal was in einer Sache, in eigener Sache, wollte ich sagen, nicht in einer, aber in einer Sache. Nee. Wenn ihr einen Wunsch habt, welche Berühmtheit ich euch ein bisschen näher bringen soll, dann schreibt es in die Kommentarliste rein. Ja, oder Leiste rein. Das war Leiste, ist ja wurscht. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, wo ich mir dann dementsprechend, wenn ihr halt keinen Wunsch habt, ich mir dann selber wieder jemand ausdenke. In diesem Sinne, ciao. Und hast du nicht gesehen, dass die Ostast